Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Warhammer 40k Regicide mit mir Elo und Besieged on All Sides, Angel of Death, Akt 2. Wir sollen den Looter und den Stormboy töten und dabei unseren Baldessar, unseren Librarian, nicht verlieren. Das könnte schwierig sein, so buttermäßig, wie der sich das letzte Mal dargestellt hat. Aber im Namen des Imperators. Our victory is assured, okay. Commander. Der Sieg ist gesichert, Commander. The Orks thought they could keep the astropathic relay out of our hands. Die Orks dachten, sie könnten das Relay außerhalb unserer Reichweite behalten, aber sie sind falsch. Sie irren sich. Gut. Na dann. Ist doch der Librarian, der da ganz vorne ist. Und nicht, vor allen Dingen nicht vernünftig rauskommt. Alles Schachsachen. Also das ist das einzige Feld. Doch, nein. Sobald wir sich bewegt, steht er am Schach. Okay. Ich würde sagen, dann probieren wir so schnell wie möglich hier auf einer Seite ein bisschen Bambule zu machen. Zum Beispiel, indem wir hier einfach mal vorbeischießen. Ich wollte eigentlich auf der anderen Seite Bambule machen. Shrouding Target Unit becomes untargetable. Ah, okay, und dann kann man den Dings nicht angreifen. Boah, auch nicht schlecht. Das werde ich dann wohl nutzen müssen. Jetzt. This one, mine! Blast them! Ja, jetzt hier frei wäre. Und sogar hier frei wäre. Schon wieder zweimal schießen. Nothing shall stop us now. Advancing into battle. Und geben doch dem dieses Shrouding. Then only in death. Ah, das ist eine Art unsichtbar. Das hat natürlich 6 Runden Cooldown, was echt eine ganze Menge ist. Weapon ready! Schießen hier links auch mal vorbei. Last one to fight is in front, T-Squig! Is that ammo down, lads? I hold the key to our victory. Be gone from this, ja. Fear my fury unleashed! Okay, und wenn wir uns jetzt bewegen, müsste das Shrouded jetzt eigentlich weggehen. Schubwelf nicht, aber hier ist es. Ah, es wäre doch drauf geblieben. Naja, okay, egal. You got it, boss! Dagger, dagger, dagger! Ja, jetzt wird blöd auf uns rumgeschossen, aber ist nicht so schlimm erstmal. Oi, you! Eat this! Solange wir nicht trifft, ist das alles nicht schlimm. Dagger, dagger, dagger! Faith is my shield. I fear nothing. Overwhelm them and leave none alive. Shooter. Weil das kommt offensichtlich, dieses Shrouded ist dann weg. Und wenn man sich nicht, also wenn man sich so lange wie man sich bewegt und wenn man sich dann nicht mehr bewegt. Haben wir doch hier drüben ganz gut Orks geschnetzelt. Take that!
natürlich schon ein bisschen eher ein bisschen schwierig, den diesen Leverage einzusetzen. Bevor die tot sind, alle Mann. Dahin. Aber alle Mann ist vielleicht übertrieben, es muss ja nur der hier sterben noch. Oi, you! Eat this! Librarian ready to serve. My knowledge and powers guide us to victory. Der Life Leech hat ja doch ein bisschen Cooldown, 3 Runden. Das heißt, ich muss ja noch ein bisschen überleben hier. Da ist das gut am Spiel, denke ich mal ganz recht. Okay, wir können alle nicht so weit schießen. Open fire! Eine Rüstung zurück. Schade. Ach, es geht auch tatsächlich mal. It is a fun fight. Blast them! So, wenn wir uns da jetzt natürlich in die Höhle des Löwen begeben. Blast them! We shall prevail. My mind is focused and ready to strike. So, Life Leech hat immer this noch shall be over soon. Yes, brother captain. We shall prevail. I serve the chapter. Ja, will ich jetzt von da oder von da geschlagen? I stand ready. This shall be over soon. Ready. We are proud to serve the Devastator. On the move. Mal vielleicht hier noch ein kleines Ziel vorgehen. Und damit natürlich auch unseren kleinen Spaceman hier grundsätzlich schützen. Natürlich nur deshalb grundsätzlich, weil ich ihn eigentlich nicht schlagen werde. Ja, den knallen wir jetzt natürlich. Your orders. Bolters firing, spearheading assault. Schosse in den Kopf und auch noch ein paar in die Brust. Schöne Mafia-Hinrichtung an Orks. So, jetzt können wir natürlich keinen Life Leech benutzen, weil wir viel zu weit weg sind. Viel. Move into cover. Move into cover. I can't away from us. Bombs away! Okay, Stickbomb, müssen wir mal gucken, dass wir zum einen uns nicht schaffen. The defense is crap. They fall before us. Ja, das sieht ja nicht. Ich muss ja den Ork da wegnehmen, um die Gefahr zu verringern, dass der uns hier weg sneetscht irgendwie. Wie viel Cooldown hatten das? They are foolish to stand before us. We're gonna keep them on the run. Ist damit keine grundsätzliche Gefahr. So, jetzt könnten wir das Ganze beenden. Aber es eigentlich genau jetzt ist Zeitpunkt, noch das zweite Objective mitzunehmen. Your life essence is now mine. Und dann den Librarian unsichtbar zu machen, dass hier auch ja nichts passiert. Let's jump over him. Let's down, lads. We are pushing tactical squad. Advance. Wenn wir irgendwelche Marines benutzen, die was völlig anderes machen da hinten. Das heben wir uns mal lieber auf. This is a fun fight. Shooting.
der jetzt gerade da gemacht? Move History. Boss Pole. Iron Halo. Und natürlich gar nichts drauf erkennen. We shall prevail! So. Tactical Squad. Understood! Boss Pole. Noch zwei Runden. We're gonna keep him on the run. Okay, jetzt wird es sowieso sichtbar. Zog, my powers are yours. So, wenn jetzt da hingeht, ist das immer eigentlich ganz gut. Space Marines stand ready. They're suppressing fire. Machen wir sowas und gucken mal, was er da tut. Wenn er jetzt den schlägt. Ja, da wären wir am liebsten. Aber leider tut er uns nicht diesen Gefallen. Okay, dann ist jetzt Zeit, den Ork zu jagen. Denn das Life Leech ist da. Okay, sonst nix hier. We're gonna keep him on the run. So, da werden wir gefahren. Zog, they seen us! Librarian ready to serve. So, wenn wir lieber dahin gehen, geht er dahin. This battle shall be ours. Vielleicht macht das ja auch nicht. Auf alle Fälle. Naja, warte mal, wir sind ja dann auch erstmal dran. Das heißt, ich kann ja das Life Leech auch machen. Und dann ist der Ork ja so oder so Geschichte. As you weaken, I grow stronger. Ja, okay, mehr können wir nicht. Comes your boys! Macht er noch einen verzweifelten Ausfall. Get fragged! Mit einer Stickbomb. Nach hinten. Sie sollte jetzt nicht so viel Schaden machen. I hold the key to nothing shall stop us. Fear my fuel. A gift from the Emperor! Schieß vorbei. Sehr schön. Und dann sollte das auch geklappt haben hier mit dem Secondary Objective. Ah, hervorragend, haben wir auch den vollen Skill bekommen. Und haben sogar noch ein Level abbekommen. Dann könnte man ja dann wirklich langsam mal in die Multiplayer-Geschichte machen. Und, oh, da soll man einen Mega-Noob soll man da umbringen. Der hier steht. Und das innerhalb von 5 Zügen. Uiuiui. Das könnte natürlich wirklich schwierig werden. Haben eine Dame. Ja, wenn man mit der Dame irgendwie da sieht. Na gut, das gucken wir uns mal in der nächsten Runde an. Vielleicht müssen wir auch erst hier so weiterziehen. Auf alle Fälle schönen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.